Ich begrüße Sie zu einem wunderschönen Abend. Ich möchte vorstellen das Epikur-Quartett. Auf der einen Seite unsere Musiker Jova und dann Andi Bianca und die vierte im Bunde Merit Streicher alias Epikur. Sie kommen mit, Masseur. Moment, der Herr ist mit seiner Massagestunde noch nicht fertig, Inspektor. Sie brauchen hier gar nicht meckern. Schließlich haben Sie bei Ihrer Arbeit die 2 Meter Abstand nicht eingehalten. Masseur, wie stellen Sie sich denn eine Massage mit 2 Meter Abstand vor, Inspektor? Die anderen sind doch auch alle im Homeoffice und schaffen das. Wenn Sie zu dämlich dazu sind, eine Homeoffice-Massage zustande zu bringen, würde ich an Ihrer Stelle den Beruf wechseln. Langstumpf auf der Veranda, Tommy und Annika erscheinen mit Masken. Pippi, was habt's denn? Seid's krank? Tommy, aber wir müssen doch Maske tragen. Pippi, wer sagt das? Annika, die Regierung, das Fernsehen, die Zeitung, unsere Eltern, unsere Lehrerin. Pippi, ich nicht. Annika, aber du kannst doch nicht. Pippi, natürlich kann ich, in der Villa Kunterbund herrscht absolut starkes Maskenverbot. Aber wenn die Polizei kommt, Pippi, dann laufen wir davon. Annika, glaubst du, ist das vernünftig? Pippi, also in meinem Medizinstudium in Baltimore? Tommy, aber Pippi, du hast ja nie Medizin studiert. Pippi, in meinem Kopf schon und da steckt jede Menge gesunder Menschenverstand darin. Jedenfalls viel mehr, als ich CO2 in meine Lunge einatme. Annika. Ja, wenn ich es mir so richtig überlege, dann hast du vielleicht nicht ganz unrecht. Tommy, das Ding ist ja eh unangenehm zu tragen. Pippi, seht ihr? Die Masken nieder. Auf die Freiheit. Tell a lie, and I won't believe.
haushaltsfremd sein. Bundeskanzler, das verstehst du nicht, bist noch zu klein dafür, Kind, und sie zu kurz. Etwas von der Mannwache hört, dann denkt daran, wir stehen so lange, bis es in allen Köpfen angekommen ist, dass niemand die freie Atmung, das angeborene Grundrecht einschränken darf. Ciao, bis morgen, euer Kater Epikur. Alles wird gut und ich erlaube mir als Kater Epikur auch eine Geschichte aus meinem Buch zu lesen. Diese Geschichte ist beim V, so wie Vergebung. Im epikureischen Denken ist in erster Linie gemeint, dass der Mensch sich selbst vergeben muss. Er wird lernen müssen, dass all die Energien, die Strömungen, die negativen Erfahrungen, all das, was ihn belastet, anzunehmen und immer nach einem Weg, nach einem Ausweg zu suchen ist. Das haben viele nicht getan.